Und willkommen zurück zum Giro d'Italia. Jetzt die zweite Etappe wieder am Meer entlang. Wir sehen größtenteils flach. Es gibt hier eine kleine Erhebung, die allerdings keine Rolle spielen wird. Ich denke auch, dass bis dahin schon eine Ausreißergruppe weg sein wird. Danach geht es relativ flach und dann kommen so kleinere Hügel kurz vorm Schluss, was halt für mich sehr nach Rundkurs aussieht, wie ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe. Eine Bergwertung wird es geben, der vierten Kategorie. Wenn da tatsächlich keine Ausreißer weg sein sollten, können wir überlegen, ob wir da vielleicht attackieren und versuchen, ins Bergtrikot zu fahren. Jetzt sind wir vorne schon im rosa Trikot. Müsste Jakob Fuglsang sein, der es wahrscheinlich heute aber wieder verlieren wird. An einen Sprinter seines Teams nehme ich jetzt einfach mal an. Bin mal gespannt. Ich habe eben mal die Anordnung des Teammanagers mir noch angeschaut und wir sind Wasserträger. Wir sind nicht mal quasi frei, um selbst zu fahren, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Unsere Fitness und so weiter ist weiterhin alles sehr, sehr gut. Können wir nicht drüber klagen. Jetzt geht es hier relativ hügelig in den Start rein. Mal schauen, ob eine Ausreißergruppe weg darf. Wie gesagt, und beschützen wird uns keiner. Unser Kapitän ist ganz klar Aru. Jetzt Vivo darf frei fahren. Erstmal. Aber wir sind klar als Wasserträger tituliert, woran wir uns natürlich nicht halten werden. Wir fahren unser eigenes Rennen. Und werden dann versuchen, wirklich im etwas bergigeren Terrain unsere Chancen wahrzunehmen. Wobei, wenn wir die Favoriten uns angeschaut haben, wird es verdammt schwierig, unter die Top 5 zu fahren. Und ich hoffe mal, dass heute in dieser hügeligen Endphase, dass wir da noch Power haben und uns auch keine abhängt. Also, kleinere Hügel tun uns ja doch mal weh und in der Beschleunigung. Naja, wir schauen. Wir sparen auf jeden Fall Körner. Und jetzt geht es ja erstmal in diesen kleinen Anstieg rein, der lustigerweise nicht als Bergwertung tituliert ist. Aber na gut. Kleine Abfahrt im Aufstieg. Also wir rollen jetzt ein bisschen mit und schauen uns, versuchen in der Endphase dann wachsam zu sein. Weil es natürlich wichtig ist, nirgendwo Zeit zu verlieren. Ich finde schön, dass das hier alles so am Meer ist, auch wenn einem jetzt wieder ein bisschen übel wird im ganzen Karree. So, jetzt müssten wir aber auch gleich mal diesen Irrweg hinter uns gebracht haben. So, das Spiel jetzt gleich aufhört zu ruckeln. Dann schauen wir uns nämlich mal die Ausreißergruppe an. Dieses ganze Geschlängel im Hintergrund, da wird einem sowieso schlecht. Van Empen ist vorneweg ein sehr, sehr durchschnittlicher Fahrer. Guter Prologzeitfahrer, mehr aber auch nicht. Und der Däne Bøgerøy ist noch vorne mit dabei. Durchschnittlicher Sprinter, eher Typ Anfahrer momentan. Also nichts Besonderes. Da müssen wir uns, denke ich mal, keine Sorgen machen. Die können wir auch wegfahren lassen. Also wir sowieso. Aber das rosa Trikot braucht sich da auch keine Sorgen zu machen. Das ist komfortabel fürs Feld. Sieht gut aus. Und jetzt sind wir in der Ebene angekommen. Und die Sprinter werden jetzt wahrscheinlich gleich Tempo machen, um sich die Sprintwertung zu holen. Wir halten uns dann natürlich komplett raus und genießen so ein bisschen das Meer. Bei dem Wetter momentan wäre ich auch gerne da. Aber es soll ja nicht sein. Segeln gehen wir jetzt auch schön oder surfen. Aber hier auch schön gemacht eigentlich mit dem Strand. Gefällt mir gut. So, wir rollen halt mit. Können natürlich nur mal kurz auf die erste Etappe eingehen. Kurz vor der ersten Sprintwertung Jakob Fuglsang mit seinem Team gewonnen. Vincenzo Nibali, den ich jetzt einfach mal als Top-Favorit bezeichnen würde, ist mit Krasmonigas Zweiter geworden. Lampro etwas überraschend so weit vorne, aber die haben natürlich schon hier Bartha, Ludwigsson, Zubeldia, die haben schon gute Zeitfahrer, wobei Zubeldia inzwischen deutlich verloren hat am Zeitfahrwert. Aber wie sich das Gesamtklassement dann nach der fünften Etappe zeigt, das ist dann quasi ausschlaggebend schon mal für die ersten Wochen. Jetzt geht es hier vorne ab, aber wir müssen da nicht reagieren, weil das Tempo dann eh gleich wieder rausgenommen wird nach dem Sprint. Bevor wir uns da jetzt sinnlos kaputt fahren, unsere Tagesform ist erstmal plus 1. Aber wie man sieht, die Sprinter haben jetzt auch schon wieder rausgenommen. Cavendish hat dort mitgesprintet oder ist mitgesprintet. Schauen wir uns mal das Ergebnis an, wie es im Endeffekt ausgegangen ist. Die beiden Ausreißer, dann kamen Viviani, Bonifacio, Gardini und Berisha, also ist Cavendish etwas umsonst vorne mitgefahren. So, wir stehen wieder etwas schneller. Und schauen uns dann an, der Vorsprung ist momentan 3,5 Minuten. Ich
glaube schon, dass die über den Berg der vierten Kategorie kommen werden. Also wird einer von denen morgen das Bergtrikot auch tragen. Außer das Feld macht jetzt da ein ordentliches Tempo, was ich aber nicht glaube. Mir gefällt die Streckenführung sehr gut da am Meer entlang. Sieht cool aus. Wenn es natürlich ganz so... wird einem wieder übel. Das ist ja Mailand-Sanremo-Stil hier. Das Feld fährt wirklich kein besonders hohes Tempo. Unser Puls ist aber ungewöhnlich hoch, muss ich sagen. Im Vergleich gerade zu den anderen. Jetzt geht es in den Berg der vierten Kategorie. Machen wir mal ganz kurz ein kleines bisschen langsamer. Aber nicht unser Puls 124, während die anderen nur 116 haben. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Liegt daran, dass unser Wert in der Ebene einfach so schlecht ist? Ich hoffe es nicht. Jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen weiter vorne fahren. Die Jungs holen sich da oben auf die Bergleitung, haben sich jetzt leider aber auch getrennt. Also fahren nicht mehr zusammen über den Berg. So, unser Trikot kontrolliert das Ganze hier. Unser Puls ist weiterhin viel zu hoch eigentlich. Natürlich habe ich jetzt auch 70 und vorne fahren angegeben, aber das sieht nicht so 100% gut aus. Na, Bergpunkte gibt es glaube ich eh kaum noch. Vierte Kategorie ähnlich. So, damit wäre diese Schwierigkeit quasi schon mal hinter uns gebracht. Jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen und wieder ein bisschen schneller stellen. Ups, ne, achtfach nicht. So, jetzt geht es hier wieder leicht geschlängelt runter ans Meer. Wieder in den Wald zurück. Haben wir ein paar Brotkrumen gelegt, damit wir auch wieder rausfinden. So. Nehmen wir uns wieder am Meer entlang, langsam Richtung Ziel, noch 32 Kilometer. Vorne kommt jetzt noch eine kleine Stadt, die aber nur Häuser an der Straße hat, an der Hauptstraße. Wie das ja meistens der Fall ist, obwohl da vorne sieht schon etwas schöner aus. Ist ja schließlich hier auch der Giro d'Italia, nicht irgendein kleines Rennen. Da kann man schon mal ein bisschen mehr Mühe gegeben und ein bisschen Städte programmieren. So, 20 Kilometer bis ins Ziel. Die Ausreißer sind ziemlich eingeholt, kämpfen jetzt hier noch ums Überleben. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Das Tempo ist noch nicht mal so schnell im Feld. Jetzt sind schon mal auf 80 hoch, damit wir nicht jetzt gleich nach hinten durchgereicht werden, wenn das Tempo höher wird. Plus minus 0 haben wir heute. Der Puls hat sich jetzt auch ein bisschen beruhigt. Und jetzt geht er, okay, weil ich höher gestellt habe, geht er auch hoch, na klar. Katjuscha hat hier schon den Zug mit dabei. Müssen wir gerade mal ganz kurz schauen, wen haben die denn als Sprinter? Habe ich vorhin überhaupt nicht gefunden. Bin ich blind? Tinkoff sagt so Lotto, Track, Kandel, Team Katjuscha, okay. Genau, Viviani ist der Sprinter, den die dabei haben. Da ist auch Igor Anton. Aber die fahren jetzt gerade für Viviani schon relativ weit vorne. Jetzt wird das Tempo auch höher. Ausreißer haben da gut 40 Sekunden hat der vorne noch, aber das wird er natürlich nicht schaffen. Da oben hat man jetzt schon, ich glaube die 5 Kilometer Grenze hat man gerade gesehen. Ganz 10. Hier war die 5 Kilometer Grenze, jetzt beginnt dieser kleine Rundkurs. 11 Kilometer vor uns bis ins Ziel. Ausreißer hat wieder ein kleines bisschen Zeit gut gemacht. Ja, jetzt wird hier sehr, sehr schnell gefahren. Wie gesagt, ich fahre vorne. Boah! Ich glaube, der Renndirektor muss aufs Klo. So, ich denke mal, wir halten uns hier vorne ganz gut. Hier ist die Zieldurchfahrt. Jetzt sind es noch 7 Kilometer. Deutlich höher, aber wir halten eigentlich relativ gut mit. Jetzt fährt Katjuscha da nach vorne. Wir hängen uns jetzt einfach mal mit rein in den Sprint, um das auch von vorne beobachten zu können. Was haben wir denn hier? Das konnte ich nicht. Das
Kitzelwitsch gar nicht. Viviani will ich haben. Ja, jetzt habe ich Sam Bennett. Naja, ist auch okay. Auf Ole, häng dich dran. So, jetzt kann er wenigstens den Sprint hier verfolgen. Ulle sprintet sich die Seele raus. Vielleicht wird er allerdings einbrechen. So, Bonifaz. Uiuiui, da entsteht eine kleine Lücke, oder? Ulle, fahr hin. Ah, da kommt Preunz jetzt noch hinterher. Oh, da entsteht wirklich eine kleine Lücke. Und gewinnen wird, na, ist das Gardini da vorne? Nee, Buhani gewinnt. Nasser Buhani, aber eine Lücke entsteht nicht. Dafür hat Preunz noch gesorgt. Wir haben uns den Sprint noch ein bisschen von vorne angeschaut. In der Gesamtwertung wird es keine großen Veränderungen geben, bis auf eben die paar Zeitgutschriften, die die Fahrer jetzt bekommen. Aber ansonsten ändert sich da nicht viel. Wir stellen mal schneller und schauen uns die Jungs an, die jetzt hier als Nachzügler ins Ziel kommen. Allzu viele sollten es nicht sein. Die Etappe war jetzt ja nicht besonders fordernd. 195 sind noch dabei. Wir sehen wieder die ganzen gut durchtrainierten Fans und schauen uns vor allem den Sprint ins Ziel nochmal an. Was die da filmen, würde ich auch gerne sehen. Nämlich gar nichts. Buhani relativ deutlich vorne, bestimmt zwei Radlängen sind es fast. Deutlich, und Abstände gab es keine. Man hier auch gut sieht. Gehen direkt zur Ergebnisliste, weil in der Gesamtwertung wird sich nicht so viel verändert haben. Buhani war vorher im Zeitfahren viel zu weit zurück. Das bedeutet, Jakob Vogelsang behält sein rosa Trikot. Wir bleiben auf Rang 18. In der Gesamtwertung sind sogar 17. geworden in der Etappe. Sollten vielleicht doch auf Sprinter umstellen. War wahnsinnig stark. Wir schauen uns die dritte Etappe an und sehen schon, hier geht's ordentlich bergauf. Aber halt auch wieder ordentlich bergab. Und das ist die Frage, wie schnell ist dieses Rennen? Können wir mithalten am Hügel quasi, oder ist das dann schon wieder zu kurz für uns? Bin gespannt, wie es ausgehen wird. Und wir sehen uns dann wieder in der dritten Etappe des Giro d'Italia. Bislang noch unspektakulär, Teamzeitfahren war ordentlich, heute sind wir gut mitgefahren. Aber ich denke, auf der dritten Etappe müssen wir wachsam sein. Ich weiß noch, den Plan weiß ich noch nicht ganz genau. Aber wir sehen uns auf jeden Fall auf der dritten Etappe des Giro d'Italia wieder. Bis gleich.